Der Pierre ist übrigens 24 Jahre alt und ich finde, er hat sich super gehalten. Er hat ja auch leicht am Magenmeridian reagiert. Ich habe gefragt, ob er irgendwie sich schlecht stellt. Und in der Tat stellt er sich etwas schlechter nach rechts, was auch Sinn macht. Wenn ich nämlich links den Nacken verspannt habe, dann macht das Schwierigkeiten für mich, mich nach rechts zu drehen. Und ich versuche das einfach jetzt insgesamt zu harmonisieren. Ich fange an mit Magen 45, der weiteste Punkt, Gesetz des längsten Hebels, auch in der Physik. Der liegt ziemlich weit hier. Kamera folgt mir. Ich stimuliere jetzt hier richtig. Das kann man sich nicht immer aussuchen, weil manche Pferde nicht so lieb sind wie der hier. Die Hunde sind auch neugierig. Und je besser man stimuliert, das testen wir gleich nochmal durch. Ich nehme, bleib mal stehen. Pass auf, geh nicht so nah dran. Pass auf, Hunde. Ab, Siro. Sollt ihr husten, so ein bisschen mit Schleim, mit Auslauf oder ohne? Ich glaube, also es hört sich an, als wenn du halt mit rauskommst. Okay, dann nehme ich Lunge 5. Ja, komm. Komm her, Schatz. So, das sind jetzt 4 Punkte gewesen. Und eine Nadel kommt noch dafür, um ein bisschen Aktivität zu geben. Magen 36 aufgrund des Alters. Voilà.